du mir etwas vorlesen? Und die Trope? Nee. Buchen ist erst gestern im Lesekreis ausgelegt. Zum Paulino Reitz im Rio Grande. Das ist ein katholischer Missionspater. Und er erklärt dort drin auf Portugiesisch, wie die verschiedenen Urwaldstämme in Brasilien miteinander schwätzen. Und was schwätzen die so? Die Cayo-Cachu-Indianer haben zum Beispiel 22 Wörter für grün. Für links und rechts haben sie gar kein Wort. Die Xankarao, die haben eine Richtungsangabe. Die haben sowas wie flussabwärts oder Naserichtung oder Baumkrone-Richtung. Die Cayo-Cachu-Indianer wissen nämlich immer, wo sie Apps finden und was sie suchen. Und was heißt Arm? Arm. Kuyu. Aber wenn der Arm hebst, heißt der Galkyu. Kuyu. Kuyu. Galkyu. Galkyu. Wenn du den zur Seite machst, dann heißt der Ptakyu. Ptakyu. Weil musst du nämlich auf jede Bewegung achten geben, weißt du? Und so? Das machen die Indianer nicht. Die kreuzen so die Arme vor der Brust, neigen sich ein bisschen vor und sagen dann Na ana mana sesu. Na ana mana sesu. Na ana mana sesu. Na